Mein Name ist Juana Rivera und ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Marja Barrasin, ich bin 29 Jahre alt. Wir sind beide Masterstudentin der Elektrotechnik und Informationstechnik an der TU. Ich habe meinen Bachelor in Elektrotechnik in Guatemala gemacht. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich immer Computer bauen wollte. Als ich klein war, habe ich gern Sachen auseinandergebaut. Deswegen habe ich mich später für ein Studium in dem Bereich Elektrotechnik entschieden. Bevor ich in Deutschland kam, habe ich in Kolumbien bereits meinen Bachelor gemacht und ich wollte hier mit dem Masterstudium weitermachen. Ich beschäftige mich mit Embedded Systems. Meine Masterarbeit geht darum, wie man Hardwarefehler mit Software entdecken kann. Besonders mag ich gern das Studium an der TU, weil ich hier viele Möglichkeiten gefunden habe. Es gibt nicht nur viel Auswahl, sondern viele Projekte, wo man etwas mitmachen kann. Zum Beispiel, ich wollte immer im Bereich der erneuerbaren Energie arbeiten und hier habe ich diese Möglichkeit gefunden. Neben meinem Studium bin ich Tutorin bei TUMI. Ich betreue neue internationale Studenten und helfe ihnen bei der Orientierung in München. Nach meinem Masterstudium möchte ich gern in der Industrie arbeiten. Ich habe überlegt, ob ich hier an der Uni bleibe und promoviere, aber es gibt so viele Möglichkeiten, ich bin mir noch nicht ganz sicher.